So. Das muss noch weg. Muss noch mehr weg. So, aber jetzt erstmal das hier. Die zwei müssen auch weg. Ne, das waren Zweier hier, da ein Zweier. Und der Rest muss mit Einsern verbunden werden. Ja, genau so. Da ist auch ein Loch, mach ich gleich mal zu. Das passt hier auch noch alles. Ja, damit hätten wir das Ei und schreibe die zweite Schicht. Ich weiß nicht nach wie viel Zeit. Nach der Fertigstellung der ersten Schicht, die ist schon ziemlich lange da. Also es sind schon ja, ein paar hundert Folgen auf jeden Fall. Ja, aber jetzt haben wir sowieso noch eine Menge Material nach oben hin abzutragen. Oder die Alternative wäre eben, dass wir uns hier eben so viel Platz schaffen, wie wir eben brauchen, so unbedingt. Und dass wir dann eben den, naja, so von unten nach oben bauen und alles, was drüber ist, an Material eben wegbauen, soweit es eben gerade stört. Und den Rest dann eben irgendwann dann mal. Aber das sieht doch bescheuert aus. Ja, stimmt. Das sieht bescheuert aus. Aber ich hätte schon Lust, den zweiten, also den dritten eigentlich ja, den dritten Ring zu machen. Den Plan habe ich ja da. Der hat eine Breite von... Na, von 4. Das ist eine Breite von 4. Also man merkt, es wird schon schmaler. Aber klar, muss ja dann auch sein. Ach komm, ich fange jetzt mal da an. Eine Breite von 4. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Dann so... So und so, von da oben. Das sind 3, okay. Und dann kann das hier noch weg. Ne, da muss ich nochmal genau schauen, dass da... wie sieht das da jetzt aus? Das ist jetzt eine Breite von was weiß ich was. Oh ja, da gehört Bruchstein rein. Naja, aber eigentlich ist es doch klar, was das ist. Da muss ja da was hin, da was hin, da. So, die zwei kommen wieder weg. So, das ist erstmal soweit das hier. Denn wohin sonst? Ich mache mal das hier weg. So, jetzt muss ich natürlich aber auch hier noch. Ich vergesse da wieder einer hin. Ah ne, Moment, das habe ich ja verkehrt gemacht. Nein, ich muss ja da drauf bauen. So. Da, da und da und da. Da. Ne, der war zu viel hier. Das auch gleich weg hier. Der noch weg. So, da muss noch Füllmaterial hin. Und das drauf. Und da muss auch noch Füllmaterial hin. Ja, oder soll ich darauf verzichten? Ja, ich glaube, ich verzichte darauf. Das kommt ja sowieso. Aber nee, komm, eine Vierer breiter kann ich machen. So, der muss nochmal weg hier. Da, 2, 3, 4. Das reicht dann ja damit sowieso schon. Gut, ich lasse das mal. Ich übe erst nochmal da. Eine Vierer Breite. Und das soll hinten dann sein. Ich muss mal eben schauen. 8. Das soll hinten 8 breit sein. Ist das hier schon 8? Ja, das ist ja schon 8. Also das hier. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich kann diese ganze Fläche hier ausfüllen. So.
Und dann müsste es da noch irgendwie... Ja doch, das kann ich hier sehen. Ich mach mal das... Na nee, Moment. Ich mach mir erst nochmal das hier, damit ich da auch gleich einen vernünftigen Anschluss habe. So, erstmal hier, so. Nee, nee, nee. Das hier, so. Das fahren wir jetzt 1, 2, 3, 4. Ich sehe überhaupt nichts mehr. So, ich mache da mal eben eine Fackel hin. Okay. Füllen wir die Fläche eben auch gleich aus. Ton sollte ja noch da sein. 3, 4 und das sind auch 4, ja. So, jetzt sind es insgesamt 8. In dieser Reihe. So, dann diese 4 noch. Zack, zack, zack. Okay. Da kann ich schon mal verbinden. Dann mache ich auch diese gleich hier weg. Das ergibt sich jetzt ja von alleine, wo das hin muss. Da kann ich ausfüllen. So, ich will jetzt aber nochmal prüfen. Das ist jetzt so ein Innendings hier. Das ist ein Zweier, da ist noch ein Zweier. Und das auch von der Seite hier, da ein Zweier, noch ein Zweier und dann Einser. So, ja, genau. Und auf der anderen Seite muss ich so viel Material wegschaffen, aber ja, das muss ich ja sowieso. Das hier noch weg, das auch weg, das weg, das weg. Komme ich das raus? Nee. So, mal ein bisschen Platz schaffen. Puh, ja. Da muss ja das hier weg. So, der hier weg. Ja, wenn die Kreise größer werden, werden sie auch unübersichtlicher. Aber ich kriege das schon hin. Das ist nur die Frage, wie lange es dauert. Okay, ich versuch's mal jetzt mit dem hier. Da ist, das ist noch das hier. Und dann habe ich da einen Dreier. Und zwar dann hier. So, eben etwas Licht machen. Dann drei. Dann kommen zwei Zweier, wie ich das sehe. Das ist zu klein hier, ich muss das größer machen. Ja, dann kommen zwei Zweier. Dazu muss der hier nochmal weg und der hier. So, ein Zweier, noch ein Zweier. Und von der anderen Seite das gleiche. Was soll denn da sein hier? Der gehört doch weg hier. Oder soll er da bleiben? Nö, das soll nicht. Nee, nee, das sieht gut aus hier. So, also hier ein Dreier. Na, Dreier und dann kommen zwei Zweier. Ich mache auch mal hier eben eine Fackel hin, damit ich was sehen kann. Na, nee, ich wollte doch... Ja, doch, ich kann das so machen. So. So, der Dreier. Dann kommen zwei Zweier. So. Und der Rest wird mit Einsern verbunden. Das ist ja nicht mehr viel hier, das kann man ja schon sehen. So, nochmal eine Fackel an die Ecke, die fällt ja sowieso gleich wieder weg dann. Also, wann auch immer. Muss ja nicht unbedingt gleich sein. Okay, so, das hätten wir geschafft. Dann mache ich da mal zu. Da kann ich mit Bruchstein auslegen. Auch da. Diese auch. Ja, okay. Hm. Ja, dann sind wir schon bald am Ende der Folge.
Das ist aber auch gut. Ich brauche jetzt auch eine Pause. Jetzt habe ich erstmal wieder genug von diesem Zeug hier. Aber es freut mich, dass es hier weitergeht. So, was haben wir denn da noch? Das soll mal ein bisschen weg hier. Oh, mit dieser Schaufel da. Die ganze Erde da. Gar nicht mitgekriegt, dass es schon wieder Nacht ist. Inventar, ist das noch voll? Nein. Passt auf was rein, meinte ich. Ist es schon voll. Halt, falsches Werkzeug, aber auch falsche Stelle. Ja, also irgendwie gefällt mir das nicht, wenn das hier so niedrig ist. Ne? Ich will da über mir freie Luft haben. Ja, dann würde ich sagen, wir machen noch diese dritte Schicht hier fertig. Oh, war da? Ja, da war eine Lücke. Wir machen noch die dritte Schicht fertig und danach buddeln wir uns erstmal wieder nach oben. Aber sieht man auf der Minikarte, wie das auch... Ja, jetzt natürlich nicht. Moment, ich muss zurück. Ja, na, bleib doch mal ruhig. So, wie kreisrund es schon aussieht. Aber ich meine, es soll ja auch rund sein. So, das haben wir. Und dann könnte ich mal hier weitermachen. Also wir haben jetzt noch ein paar Minuten, das geht eben noch. So, also eine Viererbreite, ja. Nur wo fängt die jetzt an? Die fängt hier an. Aber was ist denn das hier? Das sagt mir jetzt gar nichts. Also nochmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, doch, okay, das stimmt so. Kann es sein, dass ich da, schon zu viel hingestellt habe? Ich glaube schon. Moment, ich mache eben das fertig, dann schalte es mir nochmal an. So. Das müsste ja dann von hier aus. Ah ne, Moment, das ist ja innen. Ja, doch, okay. Da, 3, dann da. Ein Zweier und noch ein Zweier. Erstmal wieder Material weg. So, 3er, 2er. Und das von der anderen Seite auch. Ja, das will ich jetzt noch eben machen. Dann ist das... Moment mal, da vorne haben wir noch was. Ja, genau, okay. Nee, also das hier mache ich noch eben. Und dann machen wir Schluss für heute. So. Das hier ohne Netz habe ich hier was kaputt gemacht. Noch mehr kaputt gemacht. Ist nicht weiter schlimm. Kann ich ja schnell wieder hinmachen. So, ich sehe... Ja, Fackel. Ich sehe ja, wo das hin soll. Da und da. So, okay. Also jetzt mal hier ein Dreier-Dings. Dann hier ein Zweier. Hier noch ein Zweier. Das heißt, hier muss dann noch was wegmachen. So. Und der Rest wird mit Einsen aufgefüllt. Und das sind wir auch schon fast wieder rum her. Sehr gut. Dann füllen wir die Fläche noch eben aus. Und der noch weg hier. So. Ja. Sieht gut aus. Da hinten noch mal eben Bruchstein hin. Da ist alles voll. Ne, da ist noch was übrig. Haben wir denn noch Ton? Ja, Ton ist noch da. Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Ton ich da verbaut habe. So. Ich werde es wohl nie herausfinden. Es sei denn, ich mache mir die Mühe, das auszuzählen, aber nö. Das muss ja nun auch nicht sein. Okay, so, haben wir das hier auch fertig? Da muss eben noch wieder Gestein weg. So, ja, gut.
macht jetzt keinen Sinn. Dann wollen wir beim nächsten Mal hier nur noch weitermachen. Das hier noch rum. Ach so, das fehlt ja noch ganz. Ja, ja, genau. Also diese dritte Schicht einfach noch fertig machen. Und wenn das geschehen ist, dann werden wir erstmal darüber, über diesen drei Schichten, Material abtragen. Das ist eine Menge Mühe, aber muss eben gemacht werden. Es ist wieder Nacht, ja, ja. Okay, und wir können auch drüben, also wohin auch immer drüben jetzt ist. Da, im Westen war das doch, hier, da vorne irgendwo. An dem Projekt weitermachen. Ja, das ist vor allem so eine organisatorische Sache, wie man die Wände erstmal glatt kriegt. Aber ja, so. Ich räume nochmal eben das hier weg. Zack, 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 so. Der Elefant, wie er wieder protestiert. So, hier rein, das kommt dann gleich in... Werde ich gleich aufrahmen im Lager dann. So, und dann mache ich auch hier Schluss. Bleiben wir mal hier drin stehen. Beim nächsten Mal geht es also weiter an dieser Stelle, an der anderen Stelle. Und ich mache mir dann auch nochmal Gedanken über das nächste Haus im Kreisdorf. Also so eine grobe Idee habe ich ja schon, ja, so Einzelheiten aber noch nicht. Damit wir eben auch wirklich drei Baustellen haben und an drei Stellen arbeiten können. So, damit aber jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!